uns versammelt im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Gnade unseres Herrn Jesus Christus, der Gott des Erbarmens und der Vater allen Trostes, er sei mit euch. Lieber Jürgen, liebe Kinder von Kram, Magdalena, Elisabeth, Georg, Franziska, liebe Christa Neumann, liebe Mutter von Kram, liebe Geschwister, liebe Angehörige und Freunde unserer Verstorbenen, hier in der Kirche und daheim verbunden über das Internet. Wir stehen fassungslos hier angesichts des plötzlichen Todes von Karl und Heine, zerbrochen, wie ich bin. In unserer Trauer, in unserer Unsicherheit. Wenn ich falle, falle ich in deine Hand. So haben wir es im Lied gehört. Mit unserer Zerbrochenheit, mit unserer Trauer dürfen wir zu dem kommen, der unser Leid am Kreuz mitgetragen hat. Er will uns grüßen und aufrichten und er zeigt uns sein Erbarmen, sein Mitgehen und seine Barmherzigkeit. Rufen wir ihn in unsere Mitte. Nimm sie auf in dein Reich und in die ewige Gemeinschaft mit dir. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und Leben schenkt, heute und in Ewigkeit. Schwestern und Brüder, ist Gott für uns?
Wer ist dann gegen? Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer kann die Auserwählten Gottes anklagen? Gott ist es, der gerecht macht. Wer kann sie verurteilen? Christus Jesus, der gestorben ist, mehr noch, der auferweckt worden ist, sitzt zur Rechten Gottes und tritt für uns ein. Was kann uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Not oder Verfolgung, Hunger oder Kälte, Gefahr oder Schwert? All das überwinden wir durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Gewalten der Höhe oder Tiefe, noch irgendeine andere Kreatur können uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Wort des lebendigen Gottes. Thank you.
Ich nahm die Supermarktblumen vom Fensterbrett, schüttete die Teetasse aus, die seit einem Tag da stand, packte das Fotoalbum, das jemand gemacht hatte, weg, Erinnerung an ein Leben, das geliebt wurde. Nahm die gute Besserung Karten und Kuscheltiere, schüttete altes Ingwermehl in das Spülbecken. Papa hat mir immer gesagt, weine nicht, wenn es dir schlecht geht. Aber Mama, da ist eine Träne, jedes Mal, wenn ich blinze. Oh, ich bin zerbrochen, es zerreißt mich. Aber ich weiß, ein Herz, das gebrochen ist, ist ein Herz, das geliebt worden ist. Also werde ich Halleluja singen. Du warst ein Engel in der Gestalt meiner Mama. Wenn ich gefallen bin, warst du da, um mich zu halten. Breite deine Flügel aus, wenn du gehst. Und wenn Gott dich zurücknimmt, werden wir sagen, Halleluja, du bist zu Hause. Ich schüttelte die Kissen, machte die Betten, stapelte die Stühle, faltete deine Nachthemden ordentlich in eine Kiste. John sagte, er würde fahren, dann legte er seine Hand auf meine Wange und wischte eine Träne von der Seite meines Gesichts. Ich hoffe, dass ich die Welt so sehe, wie du es getan hast, weil ich weiß, ein Leben mit Liebe ist ein Leben, das gelebt wurde. Also werde ich Halleluja singen. Du warst ein Engel in der Gestalt meiner Mama. Wenn ich gefallen bin, warst du da, um mich zu halten. Breite deine Flügel aus, wenn du gehst. Wenn Gott dich zurücknimmt, werden wir sagen, Halleluja, du bist zu Hause. Halleluja, du warst ein Engel in der Gestalt meiner Mama.
Flügel aus und ich weiß, dass Gott, als er mich zurücknahm, sagte: Halleluja, du bist zu Hause. Über Jürgen, liebe Kinder von Carmen, Magdalena, Elisabeth, Georg und Franziska, liebe Mutter von Carmen, liebe Frau Christa Wallmann, liebe Geschwister, Eva, Lucia, Angela und Theresia, liebe Verwandte und Freunde unserer Verstorbenen. Es ist unfassbar, so unwirklich, so unverständlich. Ein so großes Herz hat aufgehört zu schlagen, von jetzt auf nachher. Wir stehen hier und uns fehlen die Worte. Sie, die jedem nachgegangen ist, wenn er im Leben abzustürzen drohte, ist selbst in die Tiefe gefallen. Sie, die so viel Kraft hatte, um unzählige Dinge anzustoßen und voranzubringen, konnte sich nicht halten. Sie, die in ihrem Leben so viele getragen und ihnen Halt gegeben hat, hat selbst den Halt verloren. Wenn ich gefallen bin, warst du da, um mich zu halten. So haben wir es im Lied gehört, das hat sie verkörpert. Und das ist nun mit einem Mal zu Ende. Und so stehen wir heute hier, um Abschied zu nehmen von Carmen Reinl, voller Fragen, voller Schmerz, voller Trauer. Es ist für uns noch schwerer anzunehmen, dass sie nicht mehr unter uns ist. Es ist für uns noch gar nicht richtig einzuschätzen, wie sehr sie uns fehlen wird. Und ja, sie sind völlig zu Recht da, die Tränen auf unserem Gesicht. Im Urlaub, wo wir doch Erholung und Entspannung suchen, wo wir wieder auftanken für den Alltag, fand ihr Leben so abrupt ein Ende. Nichts deutete darauf hin, dass es zu Ende gehen könnte. Frohe Bilder von ihr sind es, die sie bis kurz vor ihrem Tod machten. Bilder mit dir, Jürgen, mit den Hunden Mia und Sam, von der wunderschönen Landschaft, die sie so schätzte, von den malerischen Kapellen im Appenzeller Land und ihren Botschaften für die Wanderer. Bilder, die wir in Erinnerung behalten können. Von dir kamen, die dich in deiner Herzlichkeit zeigen, mit der du andere angesteckt hast. Von deinem unkomplizierten Ort, mit der du Probleme lösen konntest. Von deiner Offenheit, mit der du auf andere zugegangen bist und mit der du jung und alt in ein großes Beziehungsnetz eingebunden hast. Du warst in der Tat dieses Licht der Welt, von dem uns das Evangelium berichtet hat, das Salz der Erde, das unserem Leben Geschmack verleiht. Nicht nur beim Thermomix und am gedeckten Tisch der Sterneküche, aber dort auch. Du hast ausgestrahlt, dass jeder willkommen ist und sich bei dir ausruhen darf. Wie in dem Familiensymbol, das ihr auf einer Tagung in Memholz gestaltet habt. Einer Burg, die fest und sichtbar für alle dasteht, die bergend ist und schützt, die aber auch eine offene Tür hatte, um niemanden auszuschließen, um immer für andere da zu sein. So kennen wir dich, so schätzen wir dich und so behalten wir dich in unserem Herzen. Erinnerungen an ein Leben, das geliebt wurde. So sagt es das Lied und deshalb spüren wir gerade deshalb den Schmerz in dieser Stunde so sehr. Erinnerungen an ein Leben,
Prägnant lässt sich dies in dem Satz von Pater Josef Kentenich zusammenfassen, der bei euch daheim an der Wand hängt, doch auf dem Sternbildchen zu finden ist. Wo wir sind, müssen Funken sprühen. Das Leben sein, Wärme und Glut. Das hast du kaum nicht nur als Auftrag gesehen, das hast du in deinem Leben erfüllt. Ob es in der Familie war, in der du als Löwenmama für alle da warst, ob es für deine Kunden war, denen du nicht nur einen Thermomix verkauft hast, sondern die du dich weiterhin gesorgt hast, ob es in der Zausen- und Heiligtum der Berufung war, vom Stroh im Stallheiligtum bis zum Vorbereiten der Meiernacht erst zuletzt, ob es bei der SNJ war, wo du als einzige Mutter von dem Gruppenleiter einen Spitznamen bekommen hast. Und nicht zuletzt auf dem Mont in Rom, bei zahlreichen Baueinsätzen, dort im Schönstadtzentrum, wo du warst, war Leben, Wärme und Glut, sind die Funken gesprüht, das Licht, das die Welt erleuchtet. Das all das nun endlich ist für uns, die ja heute hier versammelt sind, nur schwer verständlich. Schnell kommt die Frage auf, wie Gott das hat zulassen können. Warum musste das so geschehen? Sie führt zu einem Letzten, das dich kaum ausgezeichnet hat. Es ist der tiefe, unerschütterliche Glaube daran, dass wir bei Gott geborgen sind, immer kommen mag. Dass er letztlich alles zum Guten führt, auch das, was wir nicht verstehen. Es ist der Glaube, der auch uns jetzt in dieser Stunde aufrichten und Mut machen darf. Du bist nicht ins Bodenlose gefallen, sondern in die liebenden Arme Gottes, die dich aufgenommen haben. Es ist die Gewissheit, dass das, was uns in der Lesung der Apostel Paulus gesagt hat, zutrifft. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Gewalten der Höhe oder der Tiefe können uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Diesem Paulus warst du kaum sehr nah. Du bist beim Projekt Paulus viele Kilometer mit ihm verbunden gerannt und hast dabei Gebetsanliegen mitgetragen. Die Sorgen vieler Menschen waren dir dadurch bekannt. Du hast sie aufgenommen und angenommen und anderen so wertvolle Unterstützung gegeben. Dass auf diese Weise mitgeknüpft an einem großen Netz der Liebe, das gerade auch in schweren Zeiten hält. Was du selbst nur zu oft erfahren, dass es in Schwierigkeiten der Glaube an Gott war, der dich aufgerichtet hat und der dich immer wieder den Satz sagen ließ, alles wird gut. Es war für dich keine leere Phrase, das waren lauter Erfahrungen. Kleine und große Momente, in denen du Beistand erfahren hast. Gerade deshalb dürfen wir auch jetzt vertrauen und zusammenfassen: Halleluja, du bist zu Hause. Zu Hause bei Gott, der dein Vertrauen auch jetzt liebevoll annehmen wird. Diesen Weg zu Gott hat der Maria, die Mutter unseres Herrn, geebnet. Mit ihr warst du besonders verbunden, ihr hast du dich anvertraut. Einen kurzen Ausspruch, den du immer wieder getätigt hast und mit dem du manchmal vielleicht auch den einen oder anderen auf die Nerven gegangen bist, hast du das auf den Punkt gebracht. Und auch das haben dann einige immer wieder angemerkt. Sie hat ja recht.
THC. Martha perfectam abedit curam. Die Gottesmutter wird in vollendeter Weise für uns sorgen. So konntest du es oft in schwierigen, ja fast ausweglosen Situationen sagen und dann in Zuversicht geben, dass es einen guten Weg für uns gibt, auch wenn wir ihn noch nicht erkennen können. Und das sagst du uns jetzt erneut, auch wenn wir nicht verstehen, weshalb du schon so früh von uns gehen musstest. Auch darin wird die Gottesmutter für uns sorgen. Auch unsere Fragen, unsere Unsicherheit, unsere Trauer sind nicht umsonst. Sie gibt einen guten Weg. Du bist im Mund vorausgegangen und hältst uns wieder deine Arme offen hin. Es hat es auf den Sterbebildchen dieser Ausspruch auch noch durch zwei Buchstaben ergänzt. MDHC, EV, et Victoria und wir siegen. Am Ende deines Weges, am Ende des Weges eines Lebens und auch deines Lebens steht nicht das Nichts. Du bist nicht ins Nichts gefallen. Dein Weg ist nun vollendet in der Herrlichkeit Gottes. Darauf dürfen wir vertrauen. Nicht der Tod hat den Sieg, sondern das Leben. Lieber Jürgen, die betrauten Angehörigen und Freunde unserer Lieben verstorben. Das darf auch uns in dieser Stunde tragen. So sehr wir jetzt im Schmerz sind, so sehr uns kaum und fehlt und wir mit der Zeit zu lernen haben, von ihr dieses Beziehungsnetz aufzugreifen und weiterzuknüpfen, so sehr dürfen wir auch dankbar sein für die schöne Zeit, die wir mit ihr hatten. Dürfen wir mit ihr Gott vertrauen, der für sie und für uns alle da war, und da ist. Dem Gebet des Sterbebildchens, das Karl selbst gebetet hat, möchte ich deshalb schließen. Du weißt den Weg für mich. Du weißt die Zeit. Dein Plan ist fertig schon und liegt bereit. Drum hab ich still. Dein Wort ist ohne Trug. Du weißt den Weg für mich. Das ist genug. Kennen wir gemeinsam unseren Glauben, den Glauben, in dem auch Arne Reinde gelebt hat und verstanden ist. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist. Das Reich des Todes. Am dritten Tag.
Herr Jesus Christus, du lässt uns nicht allein im Leben und im Sterben. Zu dir beten wir. Amen, Gemeinde, ist für uns alle so unerwartet und plötzlich aus dieser Welt gerissen worden. Nimm sie auf in deine liebenden Arme. Vergib ihr all das Gute, was sie getan hat. Verzeih ihr alles, wo sie anderen und dir gegenüber etwas schuldig geblieben ist. Und schenke ihr das ewige Leben in deiner Nähe. Thank you.
Nehmet und esset alle davon.
Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nach der Nacht gemahnt den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vernehme dein Volk in der Liebe. Vereine unseren Papst Franziskus, den Erzbischof Stefan und deinen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst der Kirche berufen und bestellt sind. Erbarme dich, unsere Schwester Carmen Rhein, die du aus dieser Welt in die Heim gerufen hast. Durch die Taufe gehört sie Christus an. Ihm ist sie gleich geworden im Tod. Lass sie nun den Christus zum Leben auferstehen. Gedenke aller unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie nun alle, die deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird. In der Gemeinschaft der seligen Jungfrau Gottes Mutter Maria, unserem Heiligen, dem Heiligen Jesus, und mit deinen Aposteln und mit allen, die bei der Gnade gefunden haben, von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir heißen Kinder Gottes, und wir sind es. Darum beten wir euer Vertrauen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allen Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. In all unserer Zerrissenheit, in all unserer Zerbrochenheit,
will Gott seinen Frieden legen. Er stärker ist, seinen Frieden, der uns von innen her erfüllt, so bitten wir. Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche. Schenke ihr uns der ganzen Welt nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Und mit deinem Geist. Zeigt euch diesen Frieden. Thank you.
allmächtiger Gott. In diesem Sakrament hat uns Christus seinen Leib als Stärkung hinterlassen. Führe unsere verstorbene Schwester Carmen Reine durch die Kraft dieser Speise, die sie so oft empfangen hat, zum ewigen Gastmahl in deinem Reich. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Es besteht jetzt die Möglichkeit, dass Nachrufe gehalten werden können. Im Namen der Schönstadt-Familie wollen wir euch unser herzliches Beileid zusprechen. Der tragische Tod von Carmen lässt uns alle mit einer Fassungslosigkeit und auch Hilflosigkeit vor uns stehen. Aber es war auch die Erfahrung der vergangenen Tage, dass alle, die von ihrem Tod hörten, sehr berührt und betroffen waren. Wir wollen euch heute zuerst einmal die Solidarität von uns allen zusichern. Wir leiden mit euch, wir beten mit euch und für euch und wir wollen euch gerne mittragen, wo wir es können. Das Wir trägt, so heißt unser diesjähriges Leitwort der Schönstadt-Familie. Ja, das Wir trägt. Das bekommt seit letzter Woche noch einmal einen ganz neuen Klang. Wir wünschen euch, dass ihr erfahren dürft, dass euer Wir jetzt ganz besonders trägt. Gerade in dieser schweren Stunde. Wir eurer Familie, dass wir im Bund mit Gott und im Liebesbündnis mit der Gottesmutter. Und wir hoffen auch, dass ihr spüren dürft, dass das Wir unsere Gemeinschaft in der Schönstadt-Familie trägt. Carmen war eine ganz wichtige Säule in der Schönstadt-Bewegung. Ihr Leben war geprägt und getragen vom Vertrauen auf die Gottesmutter und sie hat sich in ihren Dienst gestellt. Zusammen mit ihr, Jürgen, ihr wart verantwortlich für die Familienbewegung hier im Bezirk Freiburg. Sie war im Regiorat, hat Veranstaltungen mit ihr organisiert, tatkräftig angepackt, wo sie gebraucht wurde. Und vor allem wurde sie nie müde, auch eine Botschafterin von der Gottesmutter zu sein, die Menschen zu begeistern und auch zu ihrem Heiligtum zu führen. Wenn wir an Carmen denken, dann erfüllt uns neben aller Fassungslosigkeit auch eine große Dankbarkeit. In eurer Traueranzeige habt ihr Carmen liebevoll Löwenmama genannt. Ein sehr treffender Ausdruck. Sie war eine starke Frau. Sie hat gekämpft für die, die ihr anvertraut sind. Und wenn sie Feuer gefangen hat, dann konnte sie alles geben. Die Löwenmama, die für ihr Rudel sorgt, zum Beispiel auch fürs Essen. Ich stelle mir das gerade vor, wie sie beim Arbeitseinsatz in Belmonte durch Rom saust mit eurer Muster durch die Supermärkte und dann alles besorgt, was irgendwie die Mannschaft braucht. Und dann zur Freude von allen dann für das weibliche Wohl sorgt. Oder auch hier in Merzhausen nach dem Paar Segnungsgottesdienst, wenn sie da noch was braucht.
und dadurch einfach eine gute Atmosphäre und eine gute Gemeinschaft gesorgt hat. Die blöde Mama, die ihr Bruder zusammenhält, das war auch in eurer Familie so. Wir haben sie erlebt, immer erlebt, als jemand, der sich liebevoll kümmert, die Menschen zusammengerufen hat, motiviert hat zum Familienkreis, zum Gemeinschaftstag in Merzhausen, zum Candlelight-Dinner und der Ehepaare. Die Löwenmama, die nicht gejammert hat, sondern tatkräftig zugepackt hat, die wusste, was es jetzt zu tun gab. Die Löwenmama, die ein Löwenherz hatte, in dem viele Menschen Platz gefunden haben. Liebe Karin, wir sagen dir Danke. Du hinterlässt auch in der Schönstadtfamilie eine Schmerzenliebe. Warum Gott dich jetzt schon zu sich gerufen hat, können wir nicht begreifen. Aber wir vertrauen in seine barmherzige Güte, dass er dich jetzt mit offenen Armen in sein Reich empfängt und dir all das überreich lohnt, was du an Liebe in deinem Leben geschenkt hast. Und wir haben noch eine besondere Bitte an dich. Lass deinen Mann und deine ganze Familie spüren, dass du nach wie vor die Löwenmama bist. Überrasche sie doch immer wieder mit etwas, was tröstet, was aufbaut und was stärkt. Vom Himmel aus wirst du deinen Weg dazu finden. Und lass sie vor allem immer spüren, dass sie zu Hause sind in deinem Leben. Wollen wir uns alle unter den Segen Gottes stellen und besonders kaum seinen Segen und seinen Schutz anvertrauen. Der Herr sei mit euch. Die Gnade seines Segens schenke euch der Gott allen Trostes, der uns aus Liebe erschaffen und uns in Christus die Hoffnung auf die selige Auferstehung geschenkt hat. Amen. Den Lebenden gewähre er die Verzeihung der Sünden. Die Verstorbenen führe er in sein Licht und in seinen Frieden. Amen. Der Lebenden und der Toten erbauen sich Christus, der wahrhaft aus dem Grab erstanden ist. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Thank you.
sagte, das ist immer zu früh. Und doch sind da Erinnerungen, Gedanken, Gefühle, schöne Stunden. Einfach Momente, die einzigartig und unvergessen bleiben. Und genau diese Momente gilt es festzuhalten, einzufangen und im Herzen zu bewahren. Ja, liebe Familie Reinde, liebe Familienangehörige und Freunde von Carmen Reinde, jeder von Ihnen verbindet seine ganz eigenen persönlichen Gedanken, Momente und Erinnerungen mit Carmen. Und doch sind es eben genau diese Erinnerungen, die Sie alle verbinden. In Ihrer Trauer, in Ihrem Schmerz, aber eben auch in Ihrer Dankbarkeit, Liebe und Freundschaft zu haben. Und genau diese Verbundenheit wollen Sie als Familie auch zum Ausdruck bringen. Zum einen mit Sterbebettchen, die Sie vorbereitet haben, mit einem von gewiss sehr vielen wunderschönen Fotos von Ihrer Hand. Und vermutlich wissen es auch viele von Ihnen, dass Carmen immer Tomaten aus Samen gezüchtet hat. Genau von diesen Tomatensetzlingen sind nun ganz viele vorhanden. Und daher haben Sie sich entschieden, auch diese Tomatensetzlinge mitzubringen. Und jeder, der möchte, darf sich gerne eines davon mitnehmen. Somit eine wachsende und fruchttragende Erinnerung von und an Carmen. Und in der Todesanzeige haben Sie unter anderem geschrieben, in unserem Leben warst du die Sonne, wo du warst, warst Wärme und Heimat. Auch wenn ich sie persönlich nicht habe kennenlernen dürfen, nach allem, was ich in den letzten Tagen von ihr erfahren habe und was ich auch eben hören durfte, bin ich gewiss, dass kam nicht nur bei Ihnen, Ihrer Familie, ein helles Licht der Wärme hinterlassen hat, sondern bei Ihnen allen. Und genau dieses Licht wollen wir Ihnen symbolisch mit auf Ihren Weg geben. Neben den Sterbebildchen und den Tomaten haben wir eine Schale mit Teelichtern vorbereitet. Und jedes dieser Teelichter trägt unten auf dem Boden ein Datum einer der nächsten Tage vor. Und jeder, der möchte, darf sich gerne eines dieser Teelichter mit Tomate und Sterbebild mit nach Hause nehmen. Und wenn wir uns dann darauf einigen, dass jeder sein Licht seinen Tag abends entzündet, so wissen vor allem Sie als Familie, dass in den nächsten Tagen hoffen, immer ein Licht im Kreis von Familie und Freunden brennt. Vielleicht verbinden Sie das Anzünden des Lichtes mit einem stillen Wunsch für Carmen, mit einem Gebet oder eben mit all den Erinnerungen, die Sie mit ihr. Und ich halte schon ein Teelicht in den Händen, das habe ich natürlich nicht mit Ihnen abgesprochen, das ist ein ganz besonderes Teelicht, das gibt es nämlich auch nur ein einziges Mal, und das ist natürlich das Teelicht für den heutigen Abend, das ich Ihnen als Familie gerne mache.
Amen.